Berlin 1989. Die Mauer ist weg. Mein Freund Veit und ich wollen endlich nach San Francisco. Geh nach San Francisco. Okay, komm mal mit. Mein Vater meinte, dass wir verrückt wären. Ihr seid doch verrückt. Und meine Mutter meinte, dass wir ja noch nicht mal Englisch können. Wir können doch noch nicht mal Englisch. Worauf mein Vater durchblicken ließ, dass er der ganzen Reise ohnehin eher skeptisch gegenüberstand. Das ist doch der totale Scheiß. Leider langt unser Geld nur für einen Flug bis nach New York. Und schon gehen die Probleme los. Germany, huh? Yes. Yep, you're a Nazi. Nein, wir sind doch keine Nazis, ey. Wir sind Kommunisten. Ein free Kommunist. Free, free, frei. Friendship. Friendship. Willkommen in Amerika. Jetzt müssen wir nur noch von New York nach San Francisco kommen. Hallo. San Francisco. $320. $320. Das ist... Mehr haben wir nicht. It's 2 tickets to New Jersey. New Jersey? Okay, where? New Jersey? New York? New Jersey. Ja, da liegt noch ein ganz schöner Weg vor uns. Was ist denn das? Oder? Ach hier, da habe ich zu Hause irgendwie alles mögliche reingeschrieben, was wir hier vielleicht mal gebrauchen können. Ja, das wird ja gar nicht mehr auf. Willst du nicht dein Hemd ausziehen? Ich bin ein einsamer Kommunist auf der Suche nach Liebe? Hä? Ich bin ein einsamer Kommunist auf der Suche nach Liebe? Ja, ich find's geil. Ich find's geil. Na, hier, ich will dich in den Popo. Die DDR. Die Deutsche Demokratische Republik. Der sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern. Bei uns waren alle gleich. Wir hatten alle die gleichen Wohnungen. Wir sahen alle gleich aus. Wir haben alle das Gleiche gegessen. Wir wussten, was die anderen wussten. Denn unsere Agenten waren die geheimsten auf der ganzen Welt. Schließlich kam der Herbst 1989. Große politische Umwälzungen waren im Gang. Die ganze Welt schaute auf die DDR. Und David Hasselhoff brachte die Mauer zu Fall. Und was jetzt? Ich gehe nach San Francisco. Aber was willst du denn in San Francisco? Ich will die Golden Gate Bridge sehen. Was? Ich will die Golden Gate Bridge sehen. Was? Das ist der westlichste Punkt der Welt. Danach kommt nur noch Wasser. Und Asien. 23 Jahre lang war der westlichste Ort, an dem ich jemals gewesen war, Wernigerode gewesen. Und mit einem Mal war mir klar, dass es keinen Ort auf der ganzen Welt gab, den ich lieber sehen würde als die Golden Gate Bridge. Den westlichsten Punkt der Welt. Der Ort, wo ich am weitesten von der DDR entfernt war. Okay, komm mal mit. Mein Vater meinte, dass wir verrückt wären. Ihr seid doch verrückt. Und meine Mutter meinte, dass wir ja noch nicht mal Englisch könnten. Ich könnte doch noch nicht mal Englisch. Worauf mein Vater durchblicken ließ, dass er der ganzen Reise ohnehin eher skeptisch gegenüberstand. Das ist doch der totale Scheiß. Aber Mann, unser gesamtes Leben hatten wir in einem Land gelebt, das uns eingeschlossen hatte. Und jetzt hatten wir die Freiheit zu gehen, wohin wir wollten. Leider reichte unser Geld nicht für 2 Tickets nach San Francisco, sondern nur für New York. Paperwork. Friendship. Friendship. Germany, huh? Yes. Yes. You're a Nazi. No. No Nazi. Wir Kommunist, no? Free Kommunist. Yes? Free, free. Shots.
Francisco. Liebster Veit, alles Gute zum Geburtstag. Dein Vater. Was? Alter, ist das kalt, ey. Was? Gib die her. Was ist denn das? Was das ist? Ist meine Sache. Ich dachte, dein Vater ist tot. Ja, ist er auch. Und von wem sind die Postkarten? Hey, Alter, du hast einen Vater. Hey, das kannst du nicht machen. Wir erzählen, dass dein Vater tot ist. Ich bin dein bester Freund. Ich bin dein bester Freund. Hör auf, lass es, Tom. Du hast mich angelogen. Lass es, 10 Jahren. Du lügst mich hier volle Kanne an. Warum hast du nichts gesagt, Mann? Weil ich sie vergessen wollte. Scheiße, mein Vater ist geflüchtet, als ich 12 war. Und hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Stattdessen schickt er mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Postkarte aus San Francisco. Jedes Jahr abgestempelt an meinem Geburtstag. In 200 Wochen habe ich Geburtstag, bis dahin muss ich in San Francisco sein. Was ist denn da? Keine Ahnung, aber es kostet $13. Riecht lecker. Was ist das denn? Cracker. Bist du bescheuert, ey? Wir stehen in der Kaufhalle und klauen Lebensmittel, Mann. Wenn wir schon Lebensmittel klauen, dann wird das Leckerste vom Leckeren nicht irgendwelche Hardcakes. Ah, geht's auch ein bisschen lauter? Wer soll uns denn hier bitte verstehen, ne? Ist der von unserer ganzen Reise schon mal ein Ami begegnet, der was anderes gesprochen hat, außer Amerikanisch? Sehr gut. Hier zum Beispiel, mein Freund hier, der liebt sie und der möchte sie gerne heiraten. Was? Guck mal, und der möchte dann gerne genauso viel essen und essen und essen, so wie sie, bis er so schön rund und saftig ist. Ja, da lacht sie. Also, keine Worte. Hier, zum Beispiel, guck mal, komm mit. Tom, ey, ist gut. Hallo Mädchen. Du bist wunderschön, also, und ich würde jetzt auf der Stelle hier sofort mit dir schlafen. Hä? Siehst du, ich meine, die versteht kein Wort. Willst du mir nicht erst deinen Namen sagen? We've witnessed Glasnost. We've witnessed the fall of the Berlin Wall. And maybe one day, we may witness the fall of the Great Wall of China. Ted, we need a photograph. Boys, please. Come on, don't be shy. We say Grießbrei. Grießbrei, smile. Grießbrei. Oh! Okay. Grießbrei!